Was geht ab? Hier ist Fati. Willkommen zum neuesten Video. Heute wird eine Frage beantwortet, was mir unzählige Leute gestellt haben in der letzten Zeitraum. Und ich muss sagen, es wird an der Zeit, diese Frage endlich mal zu beantworten. Reingeschissen, ungelogen. Jeden Tag habe ich immer so Nachricht bekommen. Fati, kaufst du mir diese Box? Fati, kaufst du dies, das? Fati, machst du das? Warum machst du nicht diese Unboxing? Habibi, machst du das und das? Ungelogen, nicht mehr, geht es richtig auf den Sack. Daher lasst diese Frage beantworten. Ich habe mir ein paar selbstverständliche Stichpunkte gemacht. Und ja, schauen wir mal gemeinsam, was ich hier jetzt aufgeschrieben habe, Damen und Herren. Ja, jetzt schauen wir gemeinsam, was ich mir aufgeschrieben habe. Und ja, ganz einfach, erstmal, wie ihr den Titel lesen könnt, wieso kaufe ich nicht jede Deluxe-Box von Rappern? Ganz einfach, Nummer 1 Stichpunkt. Ich feiere nicht jeden Rapper. Verstehst du, was ich meine? Ich unterstütze Rapper, die mir selber persönlich gefallen. Klar, es sind unzählige Unboxing-Videos. Und klar sind viele Rapper dabei, die also immer am Start sind. Wenn ich diese limitierte Deluxe-Box vorstelle, bedeutet auch gleichzeitig, dass ich diesen Rapper auch persönlich feiere. Daher kaufe ich auch nur diese Rap-Deluxe-Boxen oder kriege auch geschenkt ab und zu, ist ja normal. Aber ich bin ganz ehrlich zu euch, ich kaufe nicht, was mir nicht gefällt oder was ich nicht mit Herz unboxen kann. Verstehst du? Weil bei mir die Unboxing-Videos geht so mit Herz und Seele. Ihr merkt das ja selber. Ihr habt ja meine Unboxing-Videos gesehen. Falls nicht, in der Videobeschreibung abchecken. Und darum braucht ihr auch nicht 10.000 Kommentare zu schreiben. Fati, ey, das Unboxing von dem und dem ist nicht da. Warum? Weshalb? Wieso? Warum? Was ist denn los mit dir? Habibi, der ist doch Bruder. Unterstütz ihn doch. Ja, ich feier, entweder feiere ich den Person nicht oder den Rapper oder, Moment, kommen wir zum zweite Ding, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich kann mir nicht mehr jede Box leisten. Ich habe unzählige Unboxing-Videos gemacht. Ihr habt meinen Kanal gesehen. Ich habe ungefähr 250 Unboxing, okay? Und ich muss sagen, irgendwann ist das an der Zeit, dass ich nicht mehr jede Box leisten kann. Ist ja normal. Guck mal, wie viel ich Geld ausgegeben habe für Deluxe-Boxen. Es stimmt auch, ich krieg ab und zu Deluxe-Boxen geschenkt. Ich bin auch ganz sehr dankbar für diese großzügige Spende, kann man so in der Art sagen, oder diese gesponserte Shit. Feiere ich extrem, dass mit Herz und Seele mir gegönnt wird. Freunde der Sonne, mir geht es nicht darum, was mir geschenkt wird oder was ich mir selber kaufe. Es ist einfach so, ich habe nicht immer so viel Geld, dass ich mir jede Deluxe-Box in einem Rap-Game kaufen kann. Das ist halt so, normal. Ich verdiene keine Milliarden, ich bin kein Ghetto-Superstar. Okay, das bin ich schon. Doch, Ghetto-Superstar bin ich, oder? Schreib in die Kommentare. Naja, auf jeden Fall, ich habe nicht Milliarden auf der Bank. Sonst würde ich nicht Unboxing-Videos drehen oder sonst was. Das mache ich auch nicht deshalb, weißt du? Ich mache Unboxing-Videos mit Herz und Seele und deswegen unterstütze ich auch mit Herz und Seele, verstehst du? Und wenn ich mir jetzt jede Box leisten könnte, dann hätte ich auch jeden gegönnt, verstehst du? Aber wenn ich das Geld nicht dafür habe oder mir wird das nicht gesponsert oder sonst was oder was auch immer, das verlange ich nicht auch, weißt du? Wenn es mit Herz kommt, dann finde ich das geil, nehme ich dieses Gesponserte auch herzlich an und bedanke mich auch herzlich dafür. Aber wenn ich das nicht mehr leisten kann und das nicht gesponsert bekommen kann, bedeutet, dann kann ich mir auch nicht die Deluxe-Box kaufen. Verstehst du? Und daher kann diese Unboxing nicht in meinem Kanal ausgestrahlt werden. Das ist der eine Nachteil, das viele ein bisschen traurig macht. Viele schreiben mir auch, Fati, warum machst du nicht Unboxing-Video deshalb? Erstens, vielleicht feiere ich den Rapper nicht. Oder zweitens, ich habe die Möglichkeit nicht dazu, diese Deluxe-Box zu kaufen, weil ich schon eine andere, guck mal, in, sagen wir mal, Monat XY kommt 10 Deluxe-Boxen raus, ja, oder 10 Rapper machen einen Release, ne? Und ich kann mir doch nicht 10 Rapper, sagen wir mal, die kostet 40 Euro die Box, 40 mal 10 sind 400 Euro, Beispiel, ne? Manche sind teurer, manche sind billiger. Aber sagen wir mal 40 Euro. 40 mal 10 sind 400 Euro. Und wo willst du die 400 Euro gedribbern, weißt du? Wo willst du die herzaubern? Entweder bist du reich oder du gehst gut arbeiten und verdienst viel. Oder, keine Ahnung, bringst Pfandflaschen weg oder so. Keine Ahnung, Habibi. Und ja, 400 Euro hat man nicht so einfach. Ganz ehrlich, ein normaler Mensch hat keine 400 Euro einfach so. Ja, ich schon manchmal, aber das war jetzt Zeit, ungelogen, Sparbuch ist weg, flöten gegangen, kennt ihr den hier, wupp, ist weg. Ja, ich kann mir nicht mehr jede Deluxe-Box leisten, deswegen kann ich nicht sagen, ja, welche Deluxe-Box als nächstes kommt oder so. Ich kann nicht mehr versprechen. Früher habe ich versprochen, ich sag so, Habibi, ich werde diese Box kaufen. Habibi, kein Problem, ich werde den unboxen. Jetzt kann ich das nicht mehr machen, weil ich nicht mehr die Möglichkeit habe, jede Box zu kaufen. Wenn mir es gesponsert wird, ich küsse ihr Herz und bedanke mich ganz herzlich, aber dann, wir müssen einfach so abwarten.
Ja, das wollte ich nur so nebenbei erwähnen. Ich unterstütze die Rap-Szene gerne mit Herz und Seele. Und ich mache diese Unboxing-Videos auch nicht fürs Geld oder so. Klar ist schön, man verdient Geld, wenn man Glück hat mit YouTube. Klar ist es auch schön, neue Kontakte. Zum Beispiel, ich habe viele Rapper kennengelernt wegen den Unboxing-Videos. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen ist das so, das ist wie ein Geben und Nehmen. Aber ich habe viel gegeben und selten viel bekommen dafür. Verstehst du? Und leider Gottes ist es halt so, dass man mit YouTube, also jetzt im Moment auf meinem Kanal, nicht mehr so viel verdiene. Wenn ich die Möglichkeit habe, ein bisschen gespart habe oder sonst wie, Pfandflaschen weggebracht habe, ja, dann gönnt man sich halt eine Deluxe-Box oder so. Wisst ihr, was ich meine? Und daher ist es halt so, macht nichts daraus. Aber ist nicht schlimm, ich bin nicht traurig in dem Sinne, dass ich jetzt nicht mehr jede Box kaufen kann. Klar, für den Rapper so, ich würde mit Herz jeden unterstützen, aber ja, wenn nicht alles zurückkommt, irgendwann kommt es bestimmt wieder zurück. Und wenn es nicht, höre ich mit ihr Unboxing-Videos auf und dann ist es halt so. Also ist auch kein Problem, dann mache ich keine Ahnung. Ja, wie isst man einen Döner in 30 Sekunden? Naja, wenn ihr es sehen wollt, abonniert diesen Kanal, checkt die Videobeschreibung ab. Ansonsten küsst deine Popelnase, ich gucke ganz zur Seite wie ein Vogel, aber egal. Ich bringe jetzt Pfandflaschen weg, damit ich mir nächste Deluxe-Box leisten kann. Und ja, ich küsse dein Herz, okay? Danke fürs Einschalten. Abonniert diesen Kanal, wie gesagt, aktiviert die Glocke, das ist ja wichtig heutzutage, dass man das erwähnt. Ja, manche machen das mit Herz, manche machen das nicht. 90% hat mich mit meinem Kanal abonniert, nicht mal abonniert und 10% schon, aber naja, das ist ein anderes Thema, da reden wir auch demnächst und ansonsten checkt die Videobeschreibung ab und ja, das war's. Euer Fati Habibi, dein knuddeliges Knuddelbärchen, meldet sich ab, okay? Mach's gut, danke fürs Einschalten und fühl mit mir mit einem Daumen hoch. Deutschland gut, Fatih Unboxing nicht mehr gut. Naja, reingeschissen. Mach's gut. Ich muss jetzt Lidl Pfandflasche mitbringen. Saskia Wasser? Nicht gut, oder? Schreib in die Kommentare, Saskia oder welche Wasser ist das Beste? I love you.